Ja, Leute, und damit willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen American Dragon, das Nintendo DS-Spiel. Ja, wie ihr seht, ist der Bildschirm jetzt ein bisschen anders als sonst. Ist jetzt erstmal probeweise. Ich hoffe, das klappt ganz gut. Und dann lasst uns doch direkt mal anfangen. Ich habe das Spiel persönlich noch nie gespielt, also ich habe keine Ahnung, was auf uns zukommt. Und lasst uns einfach mal gleich loslegen. So, wir nehmen natürlich Einzelspieler. Und fangen direkt neu an. Jake! Ja, Opa. Darf man noch nicht mal einmal in Ruhe auf Klo gehen? Keine Zeit! Die Stadt braucht dringend deine Hilfe! Guck mal aus dem Fenster, Kleiner. Trolle? Du musst los! Denk an dein Drachentraining, Jake. Sammle Punkte, um deine Konzentration zu stärken und den American Dragon zu werden. Hallo, Murray? Ich setze 10 Knochen, 12 Knochen auf den Kleinen. Wird Zeit, den American Dragon runter... Oh mein Gott, ich kann echt nicht mehr lesen. Wird Zeit, den American Dragon rauszulassen. Auf geht's. Nicht so schnell, Jake. Bleib dir diesen Trank... Reib dir diesen Trank in die Haare. Wie bitte? Du darfst kein Risiko eingehen und deine wahre Identität preisgeben. Dieser Trank löscht bei jedem Feind die Erinnerung an deine Drachengestalt aus, vorausgesetzt, er ist nah genug, um den Duft einzuatmen. Zu den Nebenwirkungen zählen Übelkeit, Durchfall, Schlafstörungen und manchmal Erbrechen. Brechreiz ist ja dasselbe. Geht! Ich stinke wie ein... wie eine Bisamratte. Pfeif auf den Gestank, Kleiner! Die Stadt braucht dich, na los! Lesen sollte ich echt nochmal lernen. Gut. Ja. Man sieht das Spiel schon etwas älter. Einmal die Steuerung testen. So schlag ich. Okay, so springe ich. Und so duck ich mich anscheinend. Ja gut, dann wollen wir doch mal probieren. Kann ich die kaputt machen? Yeah, nice. Das ist ein Fokuspunkt. Versuche, deine Fokusanzeige aufzufüllen. Okay. Und hier kommen auch schon die ersten Trolle. Zack. Aua. Das war nicht so schlau. Bam. Okay. Zack, zack, zack. Ob die Kameraperspektive so bleibt, das sehe ich ja nach dem Video, ob die gut ist. Ich glaube irgendwie nicht. Dein Fokus ist auf Maximum. Drache erwache. Sprich Drache erwache in das Mikrofon. Du kannst auch die Anzeige unten berühren. Du hast die Wahl. Wirst du mal ausprobieren. Drache erwache. Drache erwache. Klappt ja nicht gerade. Also. Machen wir es so. Gut, einmal gucken. Okay, so springe ich. So. Schieße ich Feuer und dumm tue ich mich ganz normal. Okay. Bam. Ja, also wie gesagt, ob die Perspektive so bleibt. Aua. Ob die Perspektive so bleibt, dass ich dann nach dem Video. Hey, der lebt noch. Nimm das. Ansonsten muss ich mal gucken, wie ich das mache wegen den zwei Bildschirmen, weil. Oh. Eieiei, not cool. Nicht. Ui. Nicht. Kann ich da unten lang? Ich weiß es nicht. Nee, geht nicht. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Perspektive das Video so. In die Länge zieht. Wisst ihr, wie ich meine? Und. Das möchte ich nicht unbedingt. Ey, ich sag mal, wie weit kann der denn. Welt kann der denn bitteschön werfen? Komm schon, nimm. Hey, und dann mal gucken, wie das wird. Au! Mann! Nee, ich glaube. Oder doch, mach ich mal kaputt. Oder? Ich glaube, das war ein Fehler.
Da komme ich gar nicht lang. Gut, dann müssen wir hier oben lang. Lol, was war das denn für ein... Junge! Ich back mich hier durch. Das ist nicht cool. So, dann so und so. Perfekt. Kannst du hier unten hinwerfen? Nein. Geil. Zack. Und nun... Drache erwache! Das bringt ja gar nichts! Was ist das denn? Die reagieren ja... Das ist ja... Was ist das? Perfekt, doch noch getroffen. Gut, gut. Ah, okay. Wenn ich so besiege und dann füllt sich unten die Anzeige. Nee, die füllt sich nicht wieder auf. Ach, wenn ich diese... Oh shit. Eieieiei. Komm, 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 komm. Wenn ich diese Punkte einsammle. Och, was ist das denn? Dann füllt sich das wieder auf. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Weg da. Meine Güte. Wie bereits gesagt, wie ich schon öfters in Videos gesagt habe, wenn ihr Ideen habt für Spiele, die ich spielen könnte, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Dieses Spiel war jetzt so ein kleiner persönlicher Wunsch von mir, da ich wusste, dass es das gibt, aber nie gespielt habe. Wenn ich das immer schon mal gerne spielen wollte, habe ich mir gedacht, warum nicht? Spielst du es jetzt einfach mal. Ich habe keine Ahnung, ich glaube, ihr könnt auch meine Tastatur hören, wie ich hier die Taste richtig wegbäsche. Was ist das hier? Berühren? Ja, und nun? Ach, das war's! Jake, da bist du ja wieder. Ich weiß nicht, was los ist, aber ich wette, der große Jäger hat wieder Ich kann echt nicht mehr lesen, Leute. Der große Jäger hat wieder seine Finger im Spiel. Diesmal serviere ich diesen Clown ab. Nicht so vorlich, Jake. Hier. Was ist denn das für ein Ding? Das ist ein Drachenanhänger, der von einer Generation an die nächste weitergegeben wurde. Wird er im richtigen Moment eingesetzt, kann er deine Drachenfähigkeiten verstärken. Du solltest ihn mitnehmen. Perfektion? Kann man nicht verbessern. Es ist keine Zeit für Späße, Jake. Es könnte nützlich sein, die Macht deiner Schuppen... Die Macht deiner Schuppen... Was? Es könnte nützlich sein, die Macht deiner Schuppen deine. Ach so, deines Feuers und deine Flügel zu stärken. Oh, des Drachen. Tut mir leid, Opa, aber wir stecken in der Klemme. Ich muss diesen Anhänger ausprobieren. Entspann dich, Opa. Ja gut, dann geht's hier direkt mit Level 2 weiter. Aber ich würde sagen, das war's jetzt erstmal für den ersten Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Schreibt gerne in die Kommentare Verbesserungsvorschläge. Wie findet ihr die Perspektive, wie sie jetzt gerade ist? Ich sehe es ja jetzt gleich erst nach der Aufnahme, aber meint ihr, die Perspektive ist so in Ordnung? Oder sollte ich lieber mal probieren, die beiden Rahmen so nebeneinander zu machen? Aber ich glaube, das würde noch blöder aussehen. Naja, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann hoffe ich, hat es euch gefallen für den ersten Part und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao!